Willkommen zurück zu einem weiteren Stadionblock. Es ist Zeit für das Freundschaftsspiel zwischen Hertha BSC und dem Karlsruher SC. Die Stimmung hier in diesem Stadion ist jetzt einfach schon gigantisch. 60.000 Leute, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, werden erwartet. Und was soll ich sagen, ich freue mich so mega auf dieses Spiel. Schon seit ein paar Tagen freue ich mich hier. Und ich freue mich darauf, weil die Atmosphäre hier heute einfach eine ganz andere wird. Der Fanmarsch, der war auch mega. Und ich sag's mal so, ich werde euch gleich einige Einschnitte zeigen. Das war schon wirklich ein absolutes Brett, was dort die Fans auf die Beine gestellt haben. Und ich sage so, wie es ist, die Fanfreundschaft zwischen Hertha und dem KSC ist mit Abstand die stärkste in Deutschland. Hertha und der KSC, Hertha und der KSC, die Freundschaft. So, kommen wir mal zur Aufstellung. Die Aufstellung ist eigentlich basic das, was wir die letzten Wochen spielen. Seyfried Linksverteidiger. Bloß jetzt gibt es eine Änderung. Clemens und Dada spielen jetzt beide auf der 6er Position. Unsere ursprünglichen 6er Bouchalakis, die jetzt zum Beispiel in Rostock gespielt haben, die sind jetzt herausrotiert, damit Kempf und Leistner wieder in die Innenverteidigung rotieren. Ja, mal gucken, ich bin sehr gespannt. Gegen Mainz hat es sehr gut ausgesehen, gegen Rostock hat es okay ausgesehen. Ja, ich predikte für dieses Spiel trotz der Freundschaft einen Sieg für Hertha. Denn es geht immer noch um 3 Punkte und ich glaube, die 3 Punkte, die sind für uns hier heute sehr, sehr wichtig. Ich sag's auch so, wie es ist. Zum ersten Mal, dass ich etwas sehe, dass aufgrund eines Spiels der Gästeblock verlegt wird. Die Karlsruher nicht da, wo üblicherweise der Gästeblock ist, sondern da. Da sitzen heute Hertha und Karlsruher, da sitzen die Karlsruher. Und das macht das Spiel noch mal etwas besonderer. Und ihr seht es schon hier, eine Choreo ist geplant. Es wird ein geiler Spieltag. Alter. Stark, bin ich ehrlich mit euch. Mal gucken. Also die ersten 5 Minuten gefallen mir gerade nicht so. Was ist das denn für eine Eckenvariante? Und das funktioniert auch noch. Das habe ich noch nie gesehen. Tor für Karlsruhe. Geil. Ich sag gerade, ich habe gerade vor 10 Sekunden gesagt, dass es scheiße ist. Und wir spielen wirklich scheiße. Das ist ernüchternd, wie schlecht wir spielen. Also ich meine, nach 9 Minuten kann man wirklich sagen, dass wir wirklich scheiße sind. Und das ist echt krass. Das war schlecht. Was? Wann ist der Fußball? Der Schiri heute aber auch wieder eine Katastrophe. Bisher gefällt mir das absolut gar nicht. Gar nicht. Was?
was? Das... Ich hab nichts gesagt, die sind doch gar nicht so scheiße. Fabian Riese! Digga, hast du diese, hast du das da gesehen, diese Passkombination? Das war krass. Digga, Riese leitet ihn weiter rüber. Ja, dieser Kopfball war aber auch geisteskrank. Ja, das war geisteskrank. Also das war wirklich gut gemacht. Die erste gute Aktion im Spiel geführt. Winkler auch gut gemacht diesmal. Das ist nicht unser bestes Spiel, aber wenigstens jetzt ein Tor. 1:1. Weiter. Eckentor auf Ansage. Ja, Digga, Alter, ich habe noch nie ein Team gesehen, das so scheiß Standard steckt wie wir. Es ist Wahnsinn. Irgendwas, weil da liegt. Gott. Digga, also, war es eigentlich wirklich ein Niederlechner? Ja. Echt? Niederlechner hat wirklich dieses Tor eingekürzt. Digga, hast du gesehen, wie Tabakovic den noch mit der Hacke da? Nee, das war Clemens, glaube ich. Nee, das war, glaube ich, Tabakovic, oder? Ach, ich war, guck mal, wie weit weg das ist. Ich soll euch nicht sehen. Niederlechner! Es ist tatsächlich wahr. Niederlechner hat ein Tor für uns gemacht. Ich heule gerade. So, die erste Halbzeit ist rum. Ich muss sagen, die ersten 20 Minuten, die waren richtig bodenlos. Also da muss ich wirklich sagen, da war ich gar nicht zufrieden mit. Aber ich finde, nach den ersten 20 Minuten haben wir uns gut gefangen. Ja, unsere Tore. Ich finde, beim ersten Tor war ein bisschen Glück mit dabei, beim zweiten Tor eigentlich auch. Wir haben mal ein Eckentor gemacht. Ansonsten von Rese, wie man eine gute Leistung. Tabakovic hat auch seinen Treffer, nee, seine Vorlage gemacht. Niederlechner hat seinen Treffer gemacht. War eine geile Halbzeit und die Stimmung hier ist seit 20 Minuten auch absolut geil. Die Karlsruhe-Fans und die Hertha-Fans harmonieren gut zusammen. Das ist ein geiler Tag hier heute. Und auch der Fanmarsch, habt ihr von gesehen, war einfach krass. Ich freue mich auf die zweite Halbzeit. Aber auch, also das wird auch gerade echt nicht gut. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Eine klassische zweite Dardai-Halbzeit. Wir führen und wir spielen auf Verwaltung. Das kann hier jederzeit kippen, glaube ich. Oh, guck mal. Schade. Mann, Digga, wie konnte er ihn nicht machen? Digga, das Riese den gerade nicht gemacht hat. Wahnsinn. Thank you.
Also langsam ist es bei uns schon eine ganz schöne Schangenwucher. Dass wir gerade die Dinger da nicht reinmachen, das könnte uns auch das Genick brechen. Aber Dardai, oh, mal gucken. So klar, ich habe gerade vor einer Minute gesagt, dass wir die Chance nicht nutzen und dass das hinten gefährlich sein könnte. Und zack, steht 2-2. Keine Ahnung, was Theo da macht. Schwer Katastrophen verteidigt. Wahnsinn. Tut so weh. Wir bleiben wohl auch noch ein bisschen heute. Gemeinsam holen wir uns den Sieg. Wir kommen her. Scheißt euch in die Hose. Ja, das war's. Wir haben 2-2 gespielt. Große, also ich bin nicht zufrieden damit. Absolut nicht. Gar nicht. Das Ding einfach nicht mehr aus der Hand geben. Du darfst das nicht mehr aus der Hand geben. Na, es war jetzt ein langer Vlog. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ist ernüchternd vor der Länderspielpause. Ist richtig ernüchternd, sage ich so, wie es ist. Auch wenn es Karlsruhe ist. Es ist ein 2-2. Hätte nicht sein müssen. Schadensverwertung im zweiten Durchgang war eine Katastrophe. Naja, gut. Das war's. Schönen Abend noch und ciao. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. Cause she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us.